Soll ich bleiben, soll ich gehen? Gerade in diesen Tagen kommt diese Frage von mehreren Klienten auf mich zu. Und manchmal werden einfach nur die falschen Fragen gestellt. Mich erinnert das daran an die Geschichte, zwei 10-jährige Mädchen unterhalten sich und die eine fragt die andere: Soll ich den Paul oder den Fred heiraten? Der Paul hat so ein süßes Lächeln, aber der Fred hat so einen süßen Hamster zu Hause. Also es geht um die richtigen Werte, um die richtigen Fragen. Ich habe aber hier für euch mal die Astrologie hingestellt, um zu verdeutlichen, dass es absolut natürlich ist, dass heute gerade in dieser astrologischen Zeitqualität solche Fragen gestellt werden. Wenn ich mir so eine aktuelle Lage anschaue, ohne ein konkretes Ereignis, dann verwende ich immer einen Norm-Tierkreis mit Tierkreishäusern, wo die Häuser dem Tierkreiszeichen entsprechen und mit der Kalibration Beginn von Tor 1 auf 0 Grad Widder. Darum seht ihr hier einen Normtierkreis, weil die Häuser sind natürlich unbedeutend, wenn ich keinen konkreten Minutenzeitpunkt habe. Ich kann hier aber sehr gut erkennen, was derzeit los ist. Hier sehen wir natürlich bei den schnell laufenden Planeten eine starke Spannung zwischen Mars und Venus. Der Mars will Leichtigkeit, Unverbindlichkeit, Flexibilität, immer anders. Die Venus, die möchte Genauigkeit, sie möchte Dinge analysieren. Venus in der Jungfrau, Mars in den Zwillingen. Und wir sehen auch momentan, das ändert sich sehr schnell, eine Spannung zwischen dem Mond, der noch im Widder ist und der in einem Quadrat ist zu dem Pluto im Steinbock, wo es um Wahrhaftigkeit, um Echtheit geht, um Werte geht. Wir haben auch eine Spannung zwischen dem Jupiter im Widder und dem Merkur in der Waage. Ich könnte auch eine ganze Reihe von Gründen anführen, warum derzeit diese Spannung, die wir erleben, warum die absolut natürlich ist. Und für mich stellt sich in Beziehungscoaching stellen sich immer verschiedene Fragen. Und eine Frage ist nach dem Potenzial. Wenn ich in einer Beziehung bin, ist da noch ein Potenzial? Wenn da ein Potenzial ist, dann wäre es hilfreich und sinnvoll, sich um die Beziehung zu bemühen. Ein anderer Gesichtspunkt ist, dass ich die Beziehung als ein Beziehungswesen wahrnehme, sodass man eigentlich drei Interviewpartner hat, das Beziehungswesen, den einen Partner, den anderen Partner. Ich glaube, dass es Kräfte gibt, die Menschen zueinander führen und Menschen auseinander führen. Und solange das so ist, glaube ich, wenn jemand zu dir gehört, dann kannst du ihn nicht verlieren. Du kannst ihn auch nicht loswerden, weder loswerden noch verlieren. Wenn jemand nicht zu dir gehört, dann kannst du ihn nicht halten. Das Human Design bietet dann flankierend eine sehr gute Unterscheidungsmöglichkeit, nämlich die Frage: Habe ich ein definiertes Richtungszentrum? Habe ich ein offenes Richtungszentrum? Wenn ich ein definiertes Richtungszentrum habe, lautet mein Mantra sowieso: Lass Menschen kommen und gehen, wie sie kommen und gehen. Hinter jedem Beziehungskonflikt stecken tiefere Themen und diese tieferen Themen warten auf ihre Bearbeitung. Wenn eine Beziehung in der Krise ist, dann ist es ein guter Zeitpunkt, die Themen zu bearbeiten und natürlich erst einmal jeder für sich selber. Jeder wünscht sich einen idealen Partner, aber kaum einer ist bereit, selbst ein idealer Partner zu sein.
Und es braucht ein ganz klares Hinschauen. Und für mich ist auch ist eine Frage der Werte. Also was sind meine höchsten Werte? Und wenn zum Beispiel meine Beziehung zu meinem Partner nur an zweiter, dritter oder vierter Stelle kommt, dann werde ich nicht alles in die Waagschale werfen, um diese Beziehung zu halten. Wenn jedoch meine Beziehung an oberster Stelle tut, dann werde ich mich viel stärker einsetzen. Auch das lässt sich im Horoskop, lässt sich im Human Design sehen. Wenn jemand beispielsweise Medium Coeli, ganz dominante Planeten hat, die Sonne hat oder den Jupiter hat, dann ist das Thema Erfolg für diesen Menschen ganz, ganz wichtig und wahrscheinlich wichtiger als die Beziehung selber. Wenn jemand aber starke Betonungen im Deszendenten hat, im siebten Haus hat, dann wird das Beziehungsthema an großer Stelle stehen. Diese Kräfte und auch die unbewussten Kräfte, die Beziehungsthemen steuern, lassen sich in einem Coaching, in einer Astrologie, in einem Human Design erkennen und definieren. Und Beziehungsflüchtlinge wissen, dass wenn sie weiterhin Beziehungen fliehen, dass sie nie erfahren werden, was sich entwickelt wird, was sich entwickelt und welche Ressourcen sie freimachen und freimachen müssen, um in einer Dauerbeziehung zu bleiben. Die Menschen, die in einer Dauerbeziehung sind und die sich nie getraut haben, mal rechts und links auszuweichen, die werden nicht wissen, wie es woanders schmeckt, wie es woanders ist. In meinem Coaching führe ich meine Klienten an ihre tiefsten Werte und vor allen Dingen an sich selber. Denn jede Beziehung, die ich im Außen erlebe, ist nur eine Widerspiegelung von mir selber, ist eine Widerspiegelung von einem Teil von mir selber, den ich ohne den anderen nicht sehen kann. So viele Menschen träumen, wie gesagt, von dem idealen Partner, weigern sich aber, ein idealer Partner zu sein. Die Hollywood-Kulisse suggeriert uns oftmals Traumbeziehungen als Beziehungen, in denen Menschen zueinander passen, wie ein paar Schuhe, die gleichsam immer gleichzeitig auftreten, im wahrsten Sinne des Wortes. Doch ist gerade die Nichtpassung das Salz in der Suppe des Lebens, das uns zur Kreativität und zu kreativen Lösungen auffordert. Wenn also ein Partner nur teilweise zu dir passt, dann heißt das nicht, dass er falsch ist. Vielleicht ist gerade die Tatsache, dass er nicht zu dir passt, das vom Leben beabsichtigte Reifungspotenzial, um über dich hinaus zu wachsen, um etwas Größeres zu werden, als du bis jetzt bist. Das heißt, diese Entscheidung braucht einen feinfühligen Prozess und eigentlich geht es da gar nicht um das Ergebnis, ob es dann so oder so geht, sondern um das Wachstum, das möglich ist durch diesen Konflikt. Denn es gibt kein Wachstum ohne Konflikt. Das gab es noch nie. Und wenn wir keine Konflikte hätten, dann wären wir heute noch im Neandertaler. Man hätte nicht diese ganzen Erfindungen gemacht, diese ganzen kreativen Bemühungen gemacht. Sokrates wurde einmal gefragt, soll man heiraten? Und Sokrates sagte, heirate auf jeden Fall. Entweder deine Frau lobt dich und sagt, du bist der Größte und Tollste und streichelt dich und ist die tollste Partnerin der Welt für dich, dann wirst du ein großer Feldherr. Heute würde man vielleicht sagen, ein großer Coach, ein Präsident von irgendeinem Staat, irgendetwas. Wenn deine Frau aber nicht so ist, dann wirst du ein großer Philosoph. Und wir sehen ja an Sokrates, welche Wahl er getroffen hat. Und das heißt, Beziehungsentscheidungen zwingen uns,
ähnlich wie andere existenzielle Themen, in dem zu forschen, was in uns das Tiefste ist, was das Wahrhaftigste in uns ist. Ja, lässt uns nach dem Echten in uns fragen. Ich glaube, dass es so ganz große Themen im Leben von Menschen gibt. Eines ist Krankheit, eines ist Armut, eines ist Altern, eines ist Beziehung. Und immer wieder lockt das Leben uns in eine Situation. Und was alle Situationen gemeinsam haben, ist, dass sie das Innerste, dass sie unsere Wahrheit herausfordern und dass diese Wahrheit sich auch nur leben lässt in Kontakt mit etwas, das größer ist als wir selber. Und ob wir das, was größer ist als wir selber, ob wir das als Religion betrachten, als das Dao, als den Sternenreigen, als die Christusliebe oder das Buddha-Bewusstsein. Das liegt sehr in der Mentalität jedes Einzelnen. Aber jeder von uns wird im Laufe des Lebens gezwungen sein, sich mit etwas zu verbünden, was größer ist als er selber und was dann durch ihn hindurch wirkt. In irgendeinem klassischen Stück steht, Gold und Silber vergeht, aber Schweinsleder besteht. Ich will jetzt kein Plädoyer für Schweinsleder machen, vor allen Dingen, weil ich ja auch Vegetarier bin. Aber das Thema ist immer das gleiche. Schaut auf das, was in euch echt und wahrhaftig ist. In der unendlichen Geschichte ist ja dargestellt, wie der Ritter dann vor die Augen der Sphinx reitet und dann immer die Frage ist, hält dieser Ritter den Augen der Sphinx stand? Und da heißt es in der unendlichen Geschichte, die Augen der Sphinx schauen auf die Tiefe der Seele. Und dann ist dargestellt im Buch und auch sehr schön in der Verfilmung, wie ein Ritter nach dem anderen zerschellt vor den Augen der Sphinx. Ja. Und diese Zeichen der Zeit, die wir gerade haben, die Krise der Zeit, die wir ja auch in der Welt finden, sie zwingt uns, das zu suchen, was in uns echt und wahrhaftig ist. Und ich glaube, alles andere werden die Stürme der Zeit hinwegfegen. Und da denke ich so gerne an die Steinpalme. Die Geschichte kennt ihr vielleicht. Eine Palme wächst und sie wächst auf einem sehr steinigen Untergrund und darum Steinpalme. Und sie muss sehr, sehr tiefe Wurzeln schaffen, um an den Steinen vorbei an das Grundwasser zu kommen. Und andere Palmen, die haben es ganz leicht. Die sind auf einem Boot, der ihnen sehr wohlgesonnen ist. Und sie brauchen keine tiefen Wurzeln. Und dann kommt der Sturm und fegt alle Palmen hinweg, bis auf die Steinpalme. Die konnte stehen bleiben, weil sie so tiefe Wurzeln hat. Und wenn ihr manchmal das Gefühl habt, ihr tut euch schwer in euren Beziehungen, in eurem Leben, mit eurer Gesundheit, mit eurer Situation, dann ist das vielleicht eine Situation, wo ihr ganz, ganz tiefe Wurzeln entwickelt und wo etwas in euch ganz tief daran interessiert ist, was an euch echt und wahrhaftig ist. Dem könnt ihr natürlich auch mit mir gemeinsam auf die Spur kommen. Ich glaube, es geht in der Beziehungsfrage, soll ich bleiben oder soll ich gehen? Nicht um bleiben oder gehen, sondern es geht um das, auch um das Wie. Also,
Wie bleibe ich? Wie gehe ich? Wann immer in eurem Leben die Frage auftaucht, soll ich bleiben oder gehen, ist ein Transformationsangebot da. Das Angebot, ein anderer zu werden, wie eine Schlange, die sich häutet, wie ein Charakterzug, der überholt ist, wie etwas, was zu wechseln ist. Und ob die Einstellung zu wechseln ist, ob der eigene Charakter zu wechseln ist oder ob die Beziehungssituation zu wechseln ist, das kann sich in dem Prozess eines Coachings herausfinden. Und ich habe sowohl in meiner Verwandtschaft wie auch in meinem Klientenkreis Fälle, wo die eine Entscheidung und wo die andere Entscheidung sich als richtig erwiesen hat. Die Frage, soll ich bleiben oder gehen, lässt sich nicht anhand eines Fragebogens oder einer Checkliste beantworten. Denn tiefe Beziehungen haben oftmals etwas Schicksalhaftes, wo zwei Wesenheiten, zwei Menschen, man kann auch sagen zwei Seelen, miteinander etwas erleben, etwas austragen wollen, eine Erfahrung machen wollen. Und die Seelen werden nicht eher ruhen, als bis diese Erfahrung gemacht ist. Ob diese Erfahrung eine gute Trennung oder ein gewandeltes Miteinander ist, das kann der Prozess zeigen. Ich habe euch lieb. Eine wunderschöne Woche noch. Euer Klaas.